So, machen wir schön Feuer hier. Super. Holz suchen. Ja, da auch noch. Ja, ich war ja heute bei der Mahnwache in Mienbüttel gegen NPD. Wie heißt das? NPT? Dieses Tier-KZ da, wo die Tiere gequält werden aufs Grausamste. Und ich fand das toll. Die Leute waren klasse. Ich habe mich da sofort wohlgefühlt. Richtig tierisch wohlgefühlt. Ja. Und ich kann nur, ja, ich habe heute erstmal vorgefühlt da. Das muss man ja auch erstmal, da gehört ja was zu, dass man da hinfährt und sich dazu stellt. Ne? Gerade wenn man das noch nie gemacht hat. Das muss man erstmal bringen. So. Aber ich war ja nun mal da und ich fand das klasse. Wenn man vor allem dann hört, auch man spricht ja mit den Leuten und hört, was sie da erlebt haben schon. Und da gibt es teilweise ja nicht so ganz erfreuliche Sachen. Das ist wirklich, wirklich klasse, wie die da durchhalten. Und ich hoffe, sie halten durch. Und ich werde mein Bestes dazu tun, dass es weitergeht da. Ich werde da immer wieder hinfahren. Und heute zum Beispiel ging es Brennholz da. Ne? Die haben ja auch so eine kleine Feuerschale da, damit sie da wenigstens nachts ein bisschen warm haben. Da gab es Nachschub an Holz, war gut organisiert, klasse. Kann ich aber auch machen, ich kann ja auch wieder Holz hinbringen. Und ich fahre da auch wieder hin und mache da wieder mit. Was ich nur sagen will ist, die Jugend demonstriert anlässlich dieses Klimawahns. Der, ja, den man jetzt als gegeben hinnehmen kann oder auch nicht. Zumindest als Menschen verursachter Klimawandel. Ich sehe das nicht so. Ich sehe nicht, dass der nur menschengemacht ist. Ja? Die demonstrieren meines Erachtens für eine Chimäre, für eine Scheinwelt quasi. Weil man fühlt sich gut, wenn man die ganze Welt retten kann. Mann, mehr geht doch gar nicht. Ne? So. Was wäre jetzt aber, wenn dieses ganze Potenzial in ganz Deutschland sich hinstellen würde, und würde mal 3 Wochen nur gegen dieses Ding, gegen dieses Tier-KZ in Mienbüttel demonstrieren würde. Sie würden sich hinstellen, alle würden sagen, Mienbüttel muss gestoppt werden. Das muss unbedingt gestoppt werden. So, von Weil am Rhein im Süden bis Flensburg im Norden. Und das nur 3 Wochen oder 2 Wochen. Dann wäre das in den Medien so vertreten, dass es gar nicht mehr, ja, dass es gar nicht mehr geleugnet werden könnte. Dann wäre der Druck erreicht, der vermutlich ausreichen würde, diesen Laden da zu schließen. Ja. Ich habe da nur heute so ein bisschen mit offenen Augen geguckt. Kam zum Beispiel der Chef von der Security, da sind doch wohl 4, 5 Leute security-mäßig unterwegs mit dem fettesten BMW, also 200.000 Euro Auto, da rausgeschossen. Ja. Und wenn du dann die Physiognomie siehst, da denkst du, nee, also irgendwie stimmt da was nicht. Da muss was gegen getan werden. Ja. Das ergreift einen und man weiß gleichzeitig, du stehst zwar hier, aber was,
Was bringt es im Endeffekt? Gut, ich sage, steht der Tropfen höhlt den Stein. Ja. Und ich wünsche uns, ich sage jetzt bewusst uns, weil ich mich dazu zähle, ich wünsche uns allen Erfolg, dass das geschlossen wird. Mich wundert auch damit, dass das nicht ordnungsrechtlich, also von der Gemeinde her, dass dem da nicht ein Riegel vorgeschoben werden kann. Aus der Seite her. Gut, aber die haben vor 1970 oder 1975 da die Genehmigung erteilt. Und ja, nun stehen sie da. Also ich werde da weitermachen und ich bleibe da dran. So wahr ich hier stehe. Ich weiß jetzt, worauf es da ankommt. Da kann man auch mit Kaffee, Holz und Essen und alles kann man da was tun. Und das werde ich auch tun. Ich habe heute zum Beispiel auch ein schönes Franzbrötchen gekriegt da. Als völlig neuer. Fand ich toll. Also wir müssen da weitermachen. Auf jeden Fall. Und ich bin dabei. Versprochen.